Hallo liebe Pixel zum Pixies, mein Name ist Aha und herzlich willkommen zurück zu Orcs Master 1 Gülleloch. Ja, die neuen Schädel, die wir übrig hatten, helfen uns ja nichts. Wir brauchen ja 12, um unsere Barrikaden zu verbessern. Okay. Gerüchte besagen, dass viele Kriegsmagier im Kampf gefallen sind. Wie viele von uns wohl noch da sind, um die Festungen zu schützen? So, das. Der eine Weg ist nicht kürzer als der andere. Wir sollten dafür sorgen, dass die Leute wirklich nur auf einem Weg langlaufen. Weil das wird sonst schwierig für mich zu verteidigen. Also, das brauchen wir. Also, das sollten wir mitnehmen. Die Bodenfalle, weil sie günstig ist. Und weil sie effizient ist. Oder vielleicht. So. Also, das könnten wir machen. Das ist eine super Kombi mit dem und dem. Dann nehmen wir uns noch, wo ist denn da? Barrikade und die Bogenschützen. Problem ist auch, wir haben zwei Spalte und wir haben zwei Öffnungen. Also, wir haben, also das wird wohl die erste sein. Das Problem ist, um das zu blockieren, ach du Himmel. So, dann geht's hier lang. Und hier ist es halt genau das gleiche. Na super. Wie kostet das Blockieren hier? Oh, das wird lustig. Auch drei, ach du Himmel. Uiuiui. Ich habe ja noch nicht eine einzige Falle aufgebaut. Oh, das wird spaßig. Okay. Also, ich sag mal, die gefährlichsten sind die, die hier lang laufen. 1600, das heißt. Oder 5. Hier können wir noch mal gut wegstoßen. Manchmal habe ich fast Mitleid mit den Orks. Obwohl, eigentlich nicht. Ich dekoriere ein wenig um. So, dann gucken wir doch mal, was passiert. Oh. Sie brechen durch! Oh. Nur 20 Minuten. Los! Haut aus meinem Kopf! Meine Füße! Warum ist das nicht? Ich muss gleich kotzen. Schon wieder! Ist das das Leben? Was für ein Spaß! Schick! Okay. Warnung! Kann tödlich sein! Ah!
wir immer die Bösen. Vorwärts! Sie haben gesehen, wie die letzte Welle endet. Eine Freude. Ich muss gleich kotzen. Ich muss gleich kotzen. Super! Und schon wieder! Haus aus meinem Oh yeah! Das hier ist für dich, alter Mann. Super. So, also unten kann ich ganz gut verteidigen, so mit der Taktik. Was mache ich jetzt hier oben? Das ist mir eher der Suspekte. Das wird klasse. So, also ich könnte hier Fallen ohne Ende platzieren, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Oh, glänzend. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, andersrum. Das wird mir mehr wehtun als dir. Ach nein, andersrum. Okay. Okay, das war easy. Okay. Die Lache ist ja fies, ey. Okay, ja, das geht mal zumindest ab. Und jetzt werde ich mal. Das wird kein bisschen wehtun. Hier, Ork! Also, ich würde mal jetzt davon ausgehen, dass die nächste Runde erstens Ogre beinhaltet, zweitens asozial wird. Okay, also, was sollten wir machen? Genau. Wir gehen. So platzieren, dass wir Gegner aufstellen können. Oder vielleicht sogar. Hier. Sieh mal, ob das passt! Falls da einer irgendwo läuft, flupp. Also falls einer von hier nach hier kommt und flupp macht, dann fliegt er mal hin. Da rein, wo er rein soll. Ich denke, da oben habe ich genug Fallen. Genau da! Da ist es! Nee, das lohnt sich, glaube ich, nicht so hier an der Stelle. Dann lohnt es sich doch lieber eher nochmal zu sagen, ich nehme eine 4. Mach das so. Mach hier eine. Schauen. Also hier ist der ganze Raum voller Fallen, das da mache ich weniger Sorgen. Also wenn da halt ein Ogre kommt, der macht mir dann schon Sorgen.
Und hier, ach, ich weiß nicht so genau, was ich damit machen soll. Na gut. Wir sagen mal, wir lassen das Geld erstmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ich mich gegen die letzten drei Wellen behaupten werde. Bis dahin, viel Spaß beim selber aufschnitzeln, wünscht euch euer Aha.